Nadine Ebner zum Thema, das wird... Also, das ist geheim, gut. Einen Applaus nochmal für dich, Nadine Ebner. Wir schreiben das Jahr 1877, das Jahr der Entstehung. Wow, was für eine erstaunliche Erfindung, aber wer sollte sie jemals verwenden wollen? Das sagte der US-Präsident Rutherford Hayes. Wissen Sie, von was die Rede ist? Kommen wir wieder zurück ins Jahr 2017. 7.377.000.000. Das ist die Antwort auf Rutherfords Frage. Das Handy. So viele wollen es benutzen, die Generation der gesenkten Köpfe. Was stellen Sie sich unter dieser, oder besser gesagt, unserer Generation vor? Sehr geehrte Jury und Hallihallo meine lieben Zuhörer und willkommen zu meiner Rede. Ich lasse Ihnen die Frage von gerade eben offen, weil ich denke, dass sich jeder sein eigenes Bild daraus machen soll. Vielleicht zeichnen Sie sich ja das gleiche Bild wie ich. Ich heiße Nadine Ebner und Snapchat, Facebook, Insta, WhatsApp ist natürlich alles vorhanden. Und nein, ich bin definitiv kein Mädchen, das Bibis Beauty Palace verfolgt und Fanpages oder dergleichen macht. Aber folgt mir doch alle mal auf Instagram, @nadine.ishere. Ihr habt doch sowieso alle mobiles Datenvolumen, oder etwa nicht? Außerdem denke ich, dass der ein oder andere hier sogar 17 GB hat und für was gibt es denn sonst Hotspot oder Freunde? Aber braucht man wirklich 17 GB? Ist es wirklich nötig, unserer Generation die Möglichkeit, am Handy und im Internet zu hängen, noch einfacher zu machen? Wie eine neue Studie ergab, verursachen Handys doch keine gesundheitlichen Schäden. Nur das ganze Gelaber und Gelüge kann im Einzelfall zu Mundkrankheiten führen. Also, wieso eigentlich nicht? Zum Glück gibt es ja an jeder Ecke und in jedem Restaurant und ja sogar schon in jeder Skigondel freies WLAN. Stellen Sie sich mal vor, Bäume würden gratis WLAN aussenden. Wir würden sie überall pflanzen. Zu blöd, dass sie nur dieses komische Sauerstoffzeugs produzieren, das wir einatmen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist, überall freies WLAN zu haben, aber man sollte zumindest wissen, welches Risiko man dabei eingeht. Denn das Internet ist eine Welle. Sie können lernen, sie zu reiten oder sie gehen unter. Und Passwörter sollte man auch nicht weitergeben. Sie sind wie Unterwäsche. Niemand sollte sie sehen, regelmäßig wechseln wäre auch nicht schlecht und mit Fremden auf gar keinen Fall tauschen. Letztes Jahr in der 4. Hauptschule waren wir während der Landschulwoche in Wien. Ein paar Freunde und ich sind zu McDonald's reingegangen, weil es geregnet hat. Internetverbindung hatte ich da drinnen keine, also habe ich mich natürlich mit dem WLAN verbunden. Klar, hätte wahrscheinlich jeder gemacht. Es hat keine 10 Minuten gedauert und schon hatte ich einen Hacker. Alle meine Kontakte und Bilder waren einfach weg. In meiner Panik habe ich mein Handy einfach abgeschaltet und bin so schnell wie möglich zum Dreishop gelaufen. Der konnte mir natürlich nicht mehr helfen. Seitdem verbinde ich mich nie wieder mit irgendwelchen freien Netzen. Und private Sachen wie zum Beispiel Geldüberweisungen oder sowas sollte man erst recht gar nicht über freies WLAN machen. Da braucht nur der Falsche im gleichen Netz zu hängen und da kann er sich mit dem Geld deines Kontos bequem machen. Außerdem frage ich mich jetzt im Nachhinein, wieso hast du das gemacht? War es wirklich nötig, gerade in dem Moment Internetverbindung zu haben, wo doch alle meine Freunde und Freundinnen dabei waren? Naja, bist du nicht im Netz präsent, hast du heutzutage was verpennt. Klüger wäre es gewesen, dieses Gerät einmal wegzulegen und mit den anderen von Gesicht zu reden. Aber wenn man sich mit jemandem trifft, ist es doch auch meistens so, dass beide am Handy hängen. Weil gute Freunde bekommen eine Umarmung, beste Freunde das WLAN-Passwort. Probleme klären sich über WhatsApp und was man über die Person denkt, erzählt man hinterm Rücken weiter oder man schreibt es ja später übers Handy. Und sogar das kostet schon so viel Mut, wie mit 12% Akku das Haus zu verlassen. Dem Menschen, der vor dir sitzt, mit dem man sich gerade unterhält, die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Dafür gibt es eine App,
Sie nennt sich Respekt. Sie ist aber leider kostenpflichtig. Unbezahlbar. Der Betrag wird in Überwindung, ein bisschen Ehrlichkeit, ein kleiner Teil an Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft und zu guter Letzt ein offenes Ohr angegeben. Sie kostet nicht einen einzigen Cent, ist aber trotzdem so kostbar wie in Afrika sauberes Wasser. Natürlich sind es nicht alle Freunde wert, dass sie die App benutzen, denn Freunde enttäuschen dich. Sie wirken wie hypnotisiert, wenn der Teufel spricht. Und der Teufel lauert hinter allen Gerüchten und hinter allem, was ihr jemals über andere gelästert habt. Schön, dass ich bei euch im Mittelpunkt stehe. Der Teufel steht neben mir und kam auf der anderen Seite. Das Lügen und das Dichten ist eine Kunst. Menschen hören die Hälfte, verstehen ein Viertel und erzählen das Doppelte. Die wahren Freunde haben es wirklich verdient, deine App Respekt zu nutzen. Aber wer die wahren Freunde sind, merkst du erst, wenn du im Boden liegst. Ich mag die Freunde, die sich zu mir legen und sagen, was für eine blöde Aussicht, komm, lass uns wieder aufstehen. Und zwar die, die es mir ins Gesicht sagen und nicht über das Handy mit lachenden Smiley versenden, obwohl sie innerlich doch selber zerbrechen. Nur noch ehrliche Lügen unter gelogenem Lächeln. Der Mensch ist freigeboren und überall legen wir uns selber Ketten an. Egal, woran wir gebunden sind, ans Handy oder ans Internet, es ist oder sonst was, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind die Generation der gesenkten Köpfe. Denn das mit dem Handy ist so eine Sache. Eine Sache, aus der man schwer wieder rauskommt. Wie eine Sucht und aus diesem Teufelskreis müssen wir erst wieder entfliehen und anfangen, den anderen in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, du. Ja, genau du. Ich brauche dich jetzt neben mir in deinen Armen und ich möchte dein Gesicht sehen. Dein Gesicht ohne eine Maske. Aber so ist nun mal das Leben heutzutage, sagte der Clown und malte sich mit Tränen in den Augen einen lächelnden Mund mit bunten Farben. Dennoch stellt sich die Frage, sind wir überhaupt süchtig nach dem Handy? Oder nach der Person, die uns schreibt? Denn ich möchte der Grund sein, warum du glücklich auf dein Handy guckst und grinst und gegen eine Laterne läufst. Danke. Danke vielmals, Nadine Ebner. Könntest du dir ein Leben ohne Handy vorstellen? Also direkt fast, nee, ich finde es schon recht praktisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Stadt, da fühlen wir uns ja eher unsicher. Und wenn er notvoll ist, ist es auch praktisch. Mhm. Aber so komplett ohne Handy konnte ich mir es nicht vorstellen. Du hast gesagt, wir sind die Generation gesenkte Köpfe. Also ja. Viele deiner Alterskollegen hängen ja da und am Handy. Warum ist das so, glaubst du? Ich kann es eigentlich auch nicht so genau sagen, aber es ist einfach der Drang da. Man hat das Gerät, man weiß, irgendwer hat jetzt bestimmt geschrieben. Und wenn nicht, man schaut trotzdem einfach drauf. Einfach, weil man sich versichern will, ob wer geschrieben hat oder nicht. Oder ob man Snap gekriegt hat, ob man Facebook-Nachricht oder irgendwas. Ich glaube, es ist einfach der Drang dazu da, dass man drauf schaut. Oder dass man was versäumt. Ja, es ist genau. Gestern gerade eine Studie rausgekommen aus Großbritannien, bei dem Kinder und Jugendliche sich mehrheitlich beschwert haben, dass ihre Eltern so oft am Handy sind und zu wenig Zeit für sich selbst haben. Wer ist noch länger am Handy als du selbst? Kennst du da Erwachsene? Als Erwachsene direkt jetzt nicht, aber mein Bruder zum Beispiel. Mhm. Er nimmt sich zum Beispiel fast gar keine Zeit, dass er mit der Familie oder so tut. Der sitzt vor dem Handy, sitzt in seinem Zimmer und schaut den ganzen Tag irgendwelche Videos an, wo ich mir nur so denke, das hat mir zu langweilig werden. Wie schafft er das? Gut, herzlichen Dank. Dein Applaus. Dankeschön. Nadine Ebner. Und dann kommen wir schon zur letzten Rednerin vor unserem Mittag.